So, da sind wir. Wir mussten uns noch schnell vergewissern, wie das auf der in der Tabelle aussieht. Guten Abend nochmal. Willkommen zum kurzen Pressegespräch. Ja, gleich. Das Feiern sei uns gegönnt, aber lasst uns noch ganz schnell den wichtigen, nicht minder wichtigen offiziellen Teil hinter uns bringen. Das gehört einfach dazu und muss auch sein. Zweiter Platz, Halle gegen EV Duisburg. Wir gewinnen 3:2 nach regulärer Spielzeit. 27:35 Torschüsse. Da lag Duisburg also vorne. Ich begrüße beide Trainer für die Saarlouis, der Fritsch, für Duisburg, Rem Küker, und Ihnen gebührt wie immer das erste Wort. Ihre Einschätzung bitte. Guten Abend zusammen, schön für meine Stimme. Erstmal vorab Glückwunsch an Rich und seine Männer, an Halle, zu der hervorragenden Meisterschaftsrunde. Ich glaube, jetzt mit der Vizemeisterschaft, Hut ab. Also sind auch verdient da oben. Ja, zum Spiel heute. Ja, wir wussten, dass für uns die Ausgangslage so ist, dass wir heute gewinnen müssen oder wollten. Und ja, wir haben gut angefangen. Das erste Drittel war, glaube ich, sehr gut von unserer Seite her. Mit vielen Schüssen, wir haben nicht viel zugelassen. Dann gehen wir mit 1-1 in der Kabine, waren wir eigentlich sehr zufrieden. Im zweiten Drittel war es dann sehr schwer für uns, weil wir zwei Verteidiger durch 10 Minuten Strafen verloren haben und haben dann teilweise das 5-3 mit einem Verteidiger nur spielen können. Das haben wir dann eigentlich gut überstanden, aber dann doch noch eins bekommen. Ja, es war dann mehr ausgeglichen. Das zweite Drittel, letzte Drittel haben wir noch mal alles versucht, nicht viel zugelassen. Ich glaube nur 4 oder 5 Schüsse. Ja, und dann natürlich der Lapsus kurz vor Ende. Ist natürlich ärgerlich. Ja, ein Spiel geht 60 Minuten und wenn man 2 Minuten vor Schuss denkt, ah, okay, man will in die Overtime, in die Verlängerung. Nein, man muss voll konzentriert zur Sache gehen und das waren wir halt einen Moment nicht, 2 Minuten vor Schluss. Ja, gut, wir müssen jetzt schauen. Wir haben Hannover am Sonntag, die Indians vor der Brust, da können wir sicherlich noch den einen oder anderen Platz gut machen. Muss ich jetzt schauen von der Tabelle her und auch von den Ergebnissen, wie da die Konstellation ist. Ja, ich kann der Mannschaft keinen Vorwurf machen. Wir haben heute alles versucht. Wir wollten die Punkte hier einführen. Aber wie gesagt, Glückwunsch an Halle. Hervorragende Meisterrunde gespielt und werden sicherlich auch in den Playoffs noch eine gute Nummer spielen. Danke, Peter. Wir werden sehen, geben unser Bestes. Dave, deine Einschätzung. Ich weiß, du warst kurz was trinken. Stimme war trocken wahrscheinlich. Sag was zum Spiel. Ja, guten Abend, alle zusammen, guten Abend. Ich finde, die Jungs haben es absolut verdient, ein riesen Applaus für dieses Meisterschaftsrunde. Trotzdem, du gewinnst absolut gar nichts jetzt. Also das muss man auch verstehen. Wir haben unser Ziel erreicht, wo wir haben Heimrecht, das ist Nummer 1. Aber jetzt fangen wir um 0 an. Wir haben absolut gar nichts erreicht, außer eine sehr schöne Saison. Die zweite Hälfte war echt stark. Und das muss man einfach jetzt alles fangen um 0 an. Wir müssen erst einmal ein kleines Auswärtsspiel nach Tilburg fahren am Sonntag. Das ist auch ein langer Weg. Jeder weiß, wir sind um 4 Uhr. Wir fangen um 5 Uhr los und wir sind bestimmt um 4 Uhr heim. So 24 Stunden unterwegs für ein Spiel. Und dann fangen sie nächste Woche Vorbereitung für Regensburg schon so aus. So, das wird sehr, sehr, sehr schwer. Ich kenne den Süd besser als, ich glaube, jeder Trainer in der Nord hier, weil ich war 12, 13 Jahre so unten. Das wird kein leichtes Eishockey. So, wir müssen vorbereitet sein. Finde ich super, wie die Zuschauer sind gekommen heute. Ich hoffe, nächste Woche sind alle wieder da, weil wir brauchen ein Full House am Freitag. Wir hoffen auch, dass nächste Woche mindestens die wiederkommen, die heute da waren. 1700 waren es heute, das ist ziemlich toll, sagt allen Bescheid. Die Grippe ist dann hoffentlich auch überwunden, es wird auch ein bisschen wärmer, Straßen sind frei. Also nächste Woche Freitag 20 Uhr. Herr Bücker, wir haben gerade gemeinsam auf die Tabelle geguckt, was ist jetzt Ihr bevorzugtes Szenario? Ich weiß, Sie wollen natürlich noch so weit wie möglich nach vorn kommen. Platz 6 ist mindestens noch drin, auf jeden Fall vielleicht noch die 5. Gibt es einen möglichen Lieblingsgegner aus der anderen Staffel? Nein, man muss ja erstmal schauen, ob wie der Süden gespielt hat.
Wir haben das nächste Spiel mit Hannover Indians vor uns, einen direkten Konkurrenten, und da muss man jetzt schauen, dass wir wirklich noch den einen oder anderen Platz gut machen. Wir haben uns jetzt gesteigert in den letzten Spielen, auch vom taktischen, vom System her haben wir diszipliniert gespielt, auch heute wieder. Und da werden wir auch anknüpfen und hoffen natürlich, dass wir, wir werden auch in den Playoffs sicherlich alles versuchen, auch wenn wir dann nicht mit Heimvorteil vielleicht starten, versuchen eine gute Nummer zu spielen. Du hast es schon gesagt, du hast es schon vorweggenommen, es geht gegen Regensburg. Nächste Woche Freitag, zuerst Best of Five, wer 3 Spiele gewonnen hat, ist weiter. Was ist deine, denn ich weiß, dass unsere Einschätzung die ist, dass wir gewinnen wollen, das ist klar, aber was denkst du gegen Regensburg, was wird besonders schwierig und was wird besonders leicht? Leicht wird gar nichts. Erst einmal zurück zum Spiel. Torwart, sehr gute Leistung heute, Patrick war stark. War nicht unser bestes Spiel, aber irgendwie finden sie einen Weg zu gewinnen. Das ist wichtig auch am Ende. Aber zum Regensburg, ich habe 4-5 Spieler da trainiert. Ich kenne die aus anderen Städten. Die sind erfahren. Die haben die beste Überzahl in die Süd. Beste Überzahl an 7. Platz, das muss man auch sehen. Die haben 4 Leute mit über 60 Punkten jetzt auch. Die haben mit 2 oder 3 sehr gute Stürmer. Wir müssen einfach aufpassen, sehr diszipliniert Eishockey spielen. Aber die erst kommende hier in unsere schöne Halle hier und die wird was erleben, dass wir das erste Spiel bei uns jetzt sind. Wir werden sehen. Herr Bücker, gute Heimreise, alles Gute für Sie. Dave. Vizemeister, gute Reise am Sonntag, ja. Und für alle anderen, die jetzt hier sind, Vizemeister, Vizemeister! Hey!